in den Talks hier auf der Mainstage habe ich schon gelernt. Einerseits neigen wir dazu, neue Technologien, gerade KI oder Large Language Models, maßlos zu überschätzen, wissen eigentlich gar nicht genau, was können sie wirklich gut, was können sie nicht gut. Und wenn wir das wieder in Relation zu den großen Herausforderungen sehen, vor denen wir stehen, dann ist natürlich auch der Schritt nicht weit entfernt, zu glauben, man kann alles mit Technologie lösen. Gleichzeitig fremdeln wir aber auch mit all diesen Formen der Digitalisierung, die plötzlich in unsere Domäne eintreten, zum Beispiel in der Hochschullehre, vielleicht sogar manche unserer bisherigen Rollen streitig machen. Eins ist aber klar, Technologie ist da, um zu bleiben, und wir sind mittlerweile auch alle irgendwie in unserer Rolle, dass wir der Technologie zuarbeiten, indem wir zum Beispiel einfach in einer Rolle sind, wo wir tagtäglich Daten produzieren, die von ihr verwendet wird. Was bedeutet das aber für die Lehre? Wie können wir Lehrende und Studierende darauf vorbereiten? Ganz praktisch. Und darum geht es in dem nächsten Talk, nämlich um medienpädagogische Strukturmodelle, um mit dieser Thematik umzugehen. Mit einem Speaker, der eigentlich schon auf dem Weg zu uns hier nach Berlin war, den ganzen weiten Weg von Wien und extrem vorbildlich, auch passend zu dem Talk mit Maya Göpel gerade, wäre eigentlich mit dem Nachtzug gefahren. Als er aufwachte, war er allerdings wieder in Wien, weil der Zug zwischendurch umkehren musste, wegen einem kleinen Unfall. Das heißt, wir haben ihn jetzt aber remote dabei. Ich freue mich unglaublich drauf. Christian Zwerz, Professor für Medienpädagogik am Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Wien. Und dort leitet er auch die Wiener Medienpädagogik. Herzlich willkommen, Christian. Hallo. Schönen guten Tag. Christian, der Bildschirm gehört direkt dir. Du darfst sofort loslegen. Ja, ganz herzlichen Dank. Freut mich sehr, dass jetzt die Gelegenheit ist, den Vortrag remote zu halten. Das ist wunderbar. Ich kann vielleicht an die Ankündigung gut anschließen, weil es mir gerade darum geht, zu demonstrieren, dass Technologie nicht da ist, um zu bleiben. Das war auch einer der Punkte, die mit der Einladung verbunden waren. Als ich eingeladen worden bin, habe ich gesagt, irgendwie okay, das ist nicht so ganz mein Ding, in diese Richtung zu argumentieren, die hier vertreten wird. Und mir wurde dann gesagt, das würde schon gut passen. Und ich habe dann gesagt, oh, gut, dann machen wir das ein bisschen disruptiv. Nicht in der Absicht, in der Disruption gewöhnlich verstanden wird, dass es nämlich darum geht, Konkurrenten aus dem Markt zu verdrängen, sondern disruptiv in der Absicht, den Glauben an den Markt und Marktideologie zu verdrängen. Das wird an einer Stelle deutlich, die schon eine unterhaltsame Einleitung liefert. Der Titel meines Vortrags lautet eigentlich, was nicht passt, wird passend gemacht, medienpädagogische Modelle für die Transformation von Universitäten zur ursprünglichen Akkumulation des Wissens. Interessanterweise wurde der Untertitel gekürzt, weil mit dem Computersystem, mit dem das eingegeben worden ist, die Eingabe des vollständigen Untertitels verhindert wurde. Das ist wirklich interessant, denn die damit durchgesetzte Bedeutungsverschiebung, die ist auch in der Einleitung deutlich geworden, ist genau das, um das es mit dem Vortrag geht. Es geht darum, dass Computer oft verwendet werden, um nicht Passendes, nämlich Menschen, passend zu machen für digitale Technologien und nicht umgekehrt. Um das deutlich zu machen, vielleicht ein kleines Quiz, das ich jetzt leider nicht vor Ort fragen kann. Auf wessen Theorien wird mit dem Untertitel Bezug genommen? Adam Smith, Karl Marx oder Friedrich II.? So, bei kurzem Nachdenken schnell klar, ursprüngliche Akkumulation des Wissens spielt natürlich ein auf die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals. Gibt es auch schon bei Adam Smith, hier bei einer Variante von Karl Marx mit einer kleinen Drehung. Es geht hier um die Akkumulation des Wissens. Die ist immer noch relevant, diese Akkumulation. Und das gilt auch für den Gegensatz von Kapital und Arbeit. Eine kleine Veränderung gab es nur bei den Ressourcen, die akkumuliert werden. Es werden nicht mehr natürliche Ressourcen akkumuliert, sondern es werden intellektuelle Ressourcen akkumuliert. Wie funktioniert das? Wie können intellektuelle Ressourcen akkumuliert werden? Der erste und entscheidende Schritt ist natürlich, abweichende Meinungen auszublenden. Das ist gerade die mit der Akkumulation des Wissens gesetzte Pointe war, deren Entfernung mit einem Computer im Falle des Titels durchgesetzt worden ist, macht deutlich, was für schlichte Methoden Kapitalistinnen zur Durchsetzung ihrer Marktideologie mit Hilfe von Computern gelegentlich verwenden. Abweichende Meinungen werden einfach gekürzt. Insofern haben wir es mit einer relativ einfachen Sache zu tun. Es geht um Klassenkampf. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an.
Das ist die Homepage dieser Veranstaltung und für medienkompetente Menschen wie Sie und mich führt der erste Weg natürlich zum Impressum. Das sieht in diesem Fall so aus. Die Webseite, die wir vorher gesehen haben, gehört dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Und das führt gleich zur nächsten Frage, diesmal mit einem Bonuspunkt bei richtiger Antwort. Wird der Stifterverband der deutschen Wissenschaft auf der Startseite, die Sie gerade vorher gesehen haben, genannt oder nicht? Interessanterweise wird der Stifterverband nicht genannt. Genannt werden nur das Hochschulforum Digitalisierung und die Stiftung Innovationen der Hochschullehre. Das macht einen medienkompetenten Menschen natürlich neugierig. Warum wird der Medieninhaber auf der Startseite nicht genannt? Dafür ist es naheliegend, mal nachzusehen, was das eigentlich ist, ein Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Hier ein kleiner Auszug aus der Wikipedia-Seite. Es handelt sich um einen eingetragenen Verein, gegründet von Karl Friedrich von Siemens. Wenn Sie, wie ich, in Deutschland aufgewachsen sind, klingelt es bei dem Namen natürlich. Karl Friedrich von Siemens war nicht irgendwer, sondern ein adeliger Burschenschafter, ein Rechtsradikaler, ein Nazi, ein Kriegsgewinnler und ein marktradikaler Ökonom. Das wirft die Frage auf, wie mit der Geschichte umgegangen wird. Und ein Blick auf die Homepage des Stifterverbandes zeigt, eine distanzierende Reflexion findet sich nicht. Das ist in Deutschland nicht harmlos. Was die Frage aufwirft, warum Sie und ich eigentlich hier sind. Denn ich nehme mal an, dass Sie als medienkompetente Menschen auch erstmal nachgesehen haben, in was für einen Kontext Sie sich hier bewegen und sich dann für die Teilnahme entschieden haben. Ich vermute einfach mal etwas gewagt, dass es Ihnen auch darum geht, mal zu schauen, was der Klassenfeind so treibt und ein bisschen Spaß mit wirkungsloser Kritik zu haben. Um wirkungslose Kritik zu betreiben, ist ein Blick auf die Ideologie interessant, die hier kommuniziert wird. Dazu muss man zunächst mal nicht viel nachdenken. Es ist offensichtlich Marktideologie. Bei der Veranstaltung hier geht es um Klassenkampf von oben und um das Predigen des Marktglaubens. Dazu sollen in Universitäten mittels digitaler Technologien instrumentalisiert werden und so nicht nur Wissenschaftlerinnen, sondern auch Studierende an die damit verbundenen Produktions-, Distributions- und Konsumptionsverhältnisse angepasst werden. Und damit wird den Interessen der digitalen Technik entsprochen, die hier darin bestehen, mit der Methode der Spaltung der Klassen, also des Klassenkampfes, Wissen zu akkumulieren. Kann man schön finden. Muss man aber nicht. Wenn Sie auch einen anderen Geschmack haben, interessiert Sie vielleicht nach dem einleitenden Beispiel für kritische Medienkompetenz die ein oder andere weitere Perspektive für die wirkungslos unterhaltsame Analyse, wie zum Beispiel der amüsanterweise von Leswell in der Kommunikationswissenschaft entwickelte Begriff des Neoliberalismus, der Begriff des Plattformkapitalismus, der Begriff der Öffentlichkeit und besonders witzig Kybernetik, Solutionismus und Dataismus. Zu den letzten drei ein paar Bemerkungen. Kybernetik kennen Sie. Kybernetik ist die Lehre der Regelkreise und Regeln tun Kybernetikerinnen alles. Heizung, Hormonspiegel, Asteroiden, Klima, Gehirne, Demokratien, Populationsdichten und Computer auch in der Verwendung in der kybernetischen Didaktik, womit dann auch Lernen geregelt werden soll. Die Grundannahme dabei ist, dass es sich bei allem, was wir sehen und was passiert, um Informationsverarbeitung handelt. Sterne, Planeten, Maschinen, Lebewesen im Allgemeinen und vernunftbegabte Lebewesen im Besonderen sind Informationsverarbeitungssysteme. Darum ist es für Kybernetikerinnen überhaupt kein Problem, wenn zum Beispiel Maschinen Menschen regeln, etwa mit Learning Analytics Systemen. Oder zu behaupten, dass Maschinen lernen können, was aus pädagogischer Sicht natürlich völliger Unsinn ist. Wenn Sie das bei uns am Ende der Studieneingangsphase behaupten, können Sie gleich nochmal von vorne anfangen. In jedem Fall gibt es für Kybernetikerinnen nur eine letzte Instanz, die alles erklärt, und das ist die Information. Jetzt ist die Annahme der Regelbarkeit von allem offensichtlich genauso unsinnig wie die Behauptung, dass Maschinen lernen können. Und viele Regelungsversuche sind auch gescheitert. Trotzdem wird die These beibehalten, dass alles geregelt werden kann. Und wenn etwas beibehalten wird, obwohl es offensichtlich falsch ist, handelt es sich um eine Ideologie. Und diese, die kybernetische Ideologie, ist wirklich weit verbreitet. Das gilt übrigens auch für den Glauben an den Markt. Im Falle des Marktes ist das Problem die Annahme, dass Märkte das Problem der Ressourcenallokation lösen. Also für eine gerechte Verteilung von knappen Gütern sorgen.
das ist hinreichend falsifiziert, wird aber immer noch geglaubt und ist also auch eine Ideologie. Und auch hier gibt es nur eine letzte Instanz, die alles erklärt, nur dass das in diesem Fall der Markt ist. Diese beiden Ideologien, die auf einem Glauben an eine letzte Instanz basieren, wurden ab den späten 1970er Jahren unter dem Einfluss esoterischen Denkens, bei dem das Universum die letzte Instanz ist, zur kalifornischen Ideologie integriert. Und diese kalifornische Ideologie, diese Mischung aus kybernetischem Denken, marktorientiertem Denken und esoterischen Überzeugungen, ist genau das, was mit Veranstaltungen wie dieser kommuniziert wird, um Menschen davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, sich der Ideologie zu unterwerfen. Ein Ausdruck dieser Unterwerfung ist der von Tech-Konzernen verbreitete Solutionismus. Solutionismus ist der Glaube daran, dass alle Probleme gelöst werden können, wenn es nur genug Daten gibt. Probleme mit der Demokratie? Kein Problem. Wir sammeln Daten und lösen es damit. Probleme mit der Umwelt? Mit Daten leicht in den Griff zu bekommen. Sicherheitsprobleme? Mit mehr Überwachungsdaten schon so gut wie überwunden. Probleme mit dem menschlichen Zusammenleben? Das kann mit Menschen behoben werden. In sehr vielen Fällen funktioniert das allerdings nicht. Und die Erklärung der Solutionistin dafür ist immer: Es gibt nicht genug Daten. Wir müssen also nur mehr Daten sammeln und schon können wir alle Probleme lösen. Dafür ist es übrigens wichtig, Menschen dazu zu bringen, digitale Geräte möglichst oft zu verwenden, denn damit können nicht nur Daten gesammelt werden, sondern Menschen auch geregelt werden. Genau das ist das Ziel der Tech-Konzerne, Menschen dazu zu bringen, möglichst oft und möglichst lange digitale Geräte zu verwenden und sie dann zu regeln. Und darin sind die Menschen, die für Tech-Konzerne arbeiten, wirklich richtig gut. Wenn die Datensammlung dann wieder nicht funktioniert, müssen wir nur noch mehr Daten sammeln. Ein Circulus Vitiosus mit den bekannten Folgen für das Mediennutzungsverhalten, das wieder dazu führt, dass sehr viele Menschen sich der kalifornischen Ideologie verschreiben. Diese Entwicklung, diese Kombination zwischen dem Solutionismus und der kalifornischen Ideologie wird auch als Dataismus oder Datenreligion bezeichnet. Dataismus ist die Überzeugung, dass in einer immer komplexeren und unübersichtlichen Welt Verhalten nur noch mit computerbasierter Datenverarbeitung sinnvoll gesteuert werden kann, angefangen vom Umweltverhalten über das Beziehungsverhalten und Staaten bis zur Menschheit als Ganzer. Und genau darum geht es mit solchen Veranstaltungen. Es geht darum, die Datenreligion zu verbreiten und dem Datengott zu huldigen. Es ist schon überflüssig zu erwähnen, dass es sich bei der Story von der Komplexitätssteigerung und der Unübersichtlichkeit um Fake News handelt. Das wird schon daran sichtbar, dass die Datenreligion mal wieder eine reaktionäre Gegenaufklärungsbewegung ist. Das kennen wir seit Jahrhunderten. Fake News ist auch die Klage über Demokratieprobleme, die vor allem in der kapitalistisch strukturierten Öffentlichkeit zu lesen sind, also in den sogenannten Social Media, in der Presse und bei kommerziellen Nachrichtensendern. Dabei geht es nicht darum, Demokratie zu befördern, sondern es geht darum, Demokratie zu behindern. Denn die hat sich schon zu häufig als störend für die freie Entfaltung der Kräfte des Marktes und der Daten erwiesen. Demokraten sind so gesehen Ketzerinnen. Und dass die wertlos sind, ist seit Jahrtausenden unstrittig. Kleine Nebenbemerkung, es ist eine Lüge, dass die Lehre in pädagogischen Institutionen mit digitalen Medien verbessert werden kann. Dass das eine Lüge ist, ist seit Jahrzehnten bekannt und empirisch wirklich gut belegt, wird aber immer noch behauptet und mit Veranstaltungen wie dieser kommuniziert. Eine bessere Erklärung als die ideologiekritische Erklärung habe ich dafür bisher nicht gefunden. Was ist zu tun? Allgemein ist es eine gute Idee, dem von Horaz 20 vor Christus formulierten Motto zu folgen. Sapere aude. Haben Sie Mut, sich Ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Urteilen Sie selbst. Entwickeln Sie Ihren Wahrheitsbegriff und bestimmen selbst, was wertvoll ist. Und bedenken Sie dabei die entscheidende Position der Aufklärung. Denn ein aufgeklärter Mensch nutzt den eigenen Verstand und nimmt an, dass alle anderen Menschen das auch tun und dabei zu ihren eigenen Ergebnissen kommen. Denken Sie also selbst und akzeptieren Sie, dass andere das auch tun. Das Einzige, was dabei vermieden werden muss, ist es, andere dazu zu überreden oder gar zu zwingen, meine Annahmen zu teilen. Computer für die ungebetene Kürzung von Titeln zu verwenden, ist also schlicht unmoralisch. Das klassische Beispiel, um diese Haltung zu veranschaulichen, ist die Religionsfreiheit. Es ist immer wieder versucht worden und wird auch noch versucht, das Religionsproblem durch eine Einheitsreligion zu lösen.
Die praktische Umsetzung einer Einheitsreligion wurde immer wieder empirisch falsifiziert. Das funktioniert nicht, aber dass das nicht funktioniert, hat sich immer noch nicht überall herumgesprochen. Die Lösung der Aufklärung lautet Religionsfreiheit. Alle Menschen dürfen glauben, woran sie wollen. Das erfordert zum Beispiel eine Trennung von Staat und Kirchen. Ein Punkt, in dem es immer noch erheblichen Verbesserungsbedarf gibt. Das gilt auch für die Marktreligion. Im Blick auf die Trennung von Staat und Wirtschaft ist in den letzten Jahren allerdings nicht wirklich was weitergegangen. Und das gilt auch für digitale Technologien. Und eine Trennung von Staat und Medien müsste dringend angegangen werden. In Österreich, in dem ich lebe, gibt es zum Beispiel ein Digitalisierungsministerium und digitale Grundbildung als verpflichtendes Unterrichtsfach in der Sekundarstufe 1. Die Datenreligion wird so als Staatsreligion etabliert. Eine Abmeldung unter Berufung auf weltanschauliche Gründe ist nicht vorgesehen. Und wenn ich das richtig sehe, wird von Vertreterinnen des datengetriebenen Staatskapitalismus auch in Deutschland nach Kräften versucht, Datenreligion als Staatsreligion zu etablieren. Wenn Sie Ihren Verstand benutzen, ist leicht zu sehen, dass es neben der Datenreligion auch die Buchreligion oder die Fernsehreligion gibt. Welcher Sie folgen wollen, sollte Ihre Entscheidung sein. Zweiter Schritt, im Blick auf Konzerne haben wir alle Freiheiten. Und die Freiheit des Menschen und der Menschheit ist das, worum es hier geht. Was Sie dabei tun können, ist eine ganz einfache Regel zu befolgen. Geben Sie keine Daten an Dritte weiter. Geben Sie auch keine Daten von Studierenden an Dritte weiter. Das können Sie ganz leicht erreichen. Es genügt, eine digitale Umgebung aus einem FLOSS bzw. Open Source Stack zu bauen. Hier nur mal ein paar Beispiele für die Grundlagen. Lineage auf dem Mobilgerät verhindert, dass Google Daten abgreift. Linux zum Beispiel von Ubuntu als Operating System für den Laptop, Desktop und Server verhindert, dass Microsoft Daten abgreift und weitere Tools verhindern, dass andere bekannte große Datenkonzerne die Sachen einsammeln. Amüsanterweise ist die Speicherung der personenbezogenen Daten von Studierenden auf Computern, auf denen Microsoft Software als Betriebssystem läuft, eh schon gesetzeswidrig. Das hat der Europäische Gerichtshof schon mehrfach explizit klargestellt. Das zu tun ist also nicht besonders vernünftig, weil es sogar illegal ist. Trotzdem wird es aber allenthalben gemacht. Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat, glaube ich, Anfang dieses Jahres die Europäische Kommission darauf aufmerksam gemacht, dass die Europäische Kommission in dieser Hinsicht gesetzeswidrig handelt. Das machen alle Ministerien, die ich kenne, und alle Universitätsleitungen auch. Besser ist es, da schon ein universitäres Nextcloud fürs Cloud-Services wie kooperatives Schreiben, für die Datenauswertung und so weiter zu benutzen. Dann hat man die Daten in der Hand und kann auch die Verantwortung dafür übernehmen. Insgesamt geht es damit darum, digitale Daten nicht für die Steuerung von Menschen zu benutzen, sondern als Mittel der eigenen Analyse zu verwenden und andere Menschen so nie als Mittel, sondern immer nur als Zweck zu behandeln. Es geht kurz gesagt darum, die Würde des Menschen zu achten. Damit können wir uns auch das Recht aneignen, dass unsere Würde geachtet wird. Und es ermöglicht die freie, offene und solidarische Kommunikation, also eine würdige wissenschaftliche Kommunikation wissenschaftlichen Wissens. In den Worten von Friedrich Schiller: Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft ist Geistesfreiheit und Würde heißt ihr Ausdruck in der Erscheinung. Vielen Dank. Vielen Dank auch unsererseits. Das ging schneller als gedacht. Wir haben noch ganze 10 Minuten für Fragen. Insofern schaue ich doch mal, wenn die Menschen im Chat zuhören, bitte schreibt viele Fragen, Thesen oder Gegenthesen in den Chat, dann lassen wir sie hier in einer Minute einfließen, sobald das bei euch angekommen ist. Wir haben immer ungefähr 60 Sekunden Verzug zwischen Live-Bühne und dem Chat. Lieber Christian, helf mir noch mal kurz. Da du nicht persönlich hier warst, hätte ich dich hier noch mal gefragt, ob ich tatsächlich die Ankündigung des Talks richtig verstanden habe. Mein Verständnis war es, im Sinne von Technologie ist da zu bleiben, im Sinne von, man muss sie umarmen. Also wir müssen einfach unsere Rolle akzeptieren, dass wir alle Daten produzieren, dass wir alle diesem System leben und die Fähigkeit entwickeln, uns da eben klug und im besten Fall würdevoll durchzubewegen. Ist das falsch verstanden? Oder? Das ist falsch verstanden. Okay. Wir müssen
Wir müssen keine bestimmte Technologie akzeptieren. Ich sehe keinen Grund dafür, diese Prämisse unreflektiert hinzunehmen. Und es ist mit Sicherheit nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern es gibt viele Situationen und viele Gründe, in denen es eine gute Idee ist, auf digitale Technologien zu verzichten und keine digitalen Technologien zu benutzen. Das ist ein Punkt, den ich mal gerne benutze als Kriterium, um einschätzen zu können, worum es geht. Wenn die Option, dass digitale Technologien nicht benutzt werden, nicht mitgedacht wird, werde ich immer sehr misstrauisch. Ich glaube, das resoniert durchaus mit dem einen oder anderen Talk, den wir hier schon auf der Bühne hatten, eben nicht darauf zu setzen, dass Technologie alles lösen wird, sondern ganz viel auf menschlicher Ebene passiert, auch ganz viel von anderen Skills abhängt. Hast du konkrete Beispiele, wo du sagen kannst, da siehst du jetzt deine Herangehensweise, deine Perspektive auch schon gut umgesetzt oder erfolgreich umgesetzt oder wirkungsvoll umgesetzt? Also, das hält sich leider in engen Grenzen. Ja, es gibt eine ganze Reihe von guten Beispielen im Bereich der Medienpädagogik. In der Medienpädagogik, das ist ja vielleicht deutlich geworden, geht es um Medienkompetenzvermittlung. Medienkompetenzvermittlung hat allgemein zwei Perspektiven. Das eine ist Medienkritik. Dafür habe ich ein paar Beispiele geliefert. Und das zweite ist kreative Gestaltung von Medien über das bestehende Mediensystem hinaus. Das ist die Gestaltungsorientierung oder Handlungsorientierung von Medienkompetenzvermittlung. Und es geht um die Vermittlung von Kompetenzen, die Menschen dazu in die Lage versetzen, wenn sie das wünschen, das Mediensystem über das bestehende System hinaus zu gestalten. Also nicht die bestehenden Technologien hinzunehmen, sondern die möglicherweise zu verändern und anders zu gestalten. Beispiele dafür, wie man das umsetzen kann, sind vor allen Dingen in der außerschulischen Jugendarbeit in einem großen Umfang entwickelt worden. Ein prominentes Beispiel, was sich derzeit großer Beliebtheit erfreut, sind etwa Maker Labs oder Medienzentren, in denen Jugendliche die Möglichkeit haben, selbst Medien zu produzieren und dabei auch politisch tätig zu werden und sich an politischen Diskussionen zu beteiligen. Ich sollte vielleicht noch ein zweites Beispiel ergänzen. Dafür ist eine wichtige Infrastruktur, die man nicht unterschätzen sollte, sind Bürgerinnenmedien. Entschuldigung, die Möglichkeit akustisch bieten, kam das gerade bei mir nicht an. Bürger? Bürgerinnenmedien. Okay, ja. Bürgerinnenmedien, so es gibt ja im Prinzip, ist ja die Idee, dass unser Mediensystem mehrgliedrig ist. Es gibt kommerzielle Medien, es gibt öffentlich-rechtliche Medien, es gibt Staatsmedien und es gibt Bürgerinnenmedien. Das ist stark vermischt, weil zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien ja Einnahmen durch Werbung lukrieren müssen und damit zu kommerziellen Medien werden. Es ist dadurch auch unterwandert, dass in Österreich zumindest viele kommerzielle Medien staatliche Förderung bekommen und dadurch zu Staatsmedien werden. Also die Unterscheidungen sind nicht trennscharf gemacht. Das wäre übrigens eine wirklich sinnvolle Entwicklung, diese Unterscheidung trennscharf zu machen. Keine Steuermittel, keine Anzeigen aus staatlichem Budget für kommerzielle Medien, keine Werbung in öffentlich-rechtlichen Medien und eine Finanzierung von Bürgerinnenmedien. Korrigiere mich, wenn in meiner nächsten Frage eine falsche Unterstellung drin steckt. Aber ich habe das Gefühl, mit einer Message wie deiner geht es dir vielleicht auch ähnlich wie eine Speakerin, die wir gestern hatten. Da ging es vor allem um das Thema AI und Ethics. Im Prinzip, wenn man einen Talk oder ein Plädoyer in diese Richtung hat, ist die Aufmerksamkeit immer sehr gering. Und sobald das heißt, und so können wir GenAI einsetzen, um die Lehre einfacher zu machen, ist das Interesse sehr groß. Das heißt, bist du so in der Rolle, wo du merkst, die rennen alle in die Richtung, aber hey, wartet mal kurz. Wenn ihr mir von mir zumindest einen Satz, einen Gedanken mitnehmt, dann doch bitte diesen. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich behelfe mir mit Ironie und Sarkasmus. Okay. Also gibt es trotzdem so einen Gedanken, wo du sagst so, und jenseits von dem Sarkasmus und der Ironie, wenn das hängen bleibt, dann habe ich mein Tagesziel erreicht oder mein Wochenziel. Ja, eine Sache, die hilfreich ist, es ist nicht nötig, die Erzählung von über KI, über semantische Netzwerke, über Prozedurensysteme und Ähnliches zu glauben. Es ist eine sehr gute Idee zu schauen,
wo habe ich wirklich für meine Lehre einen sinnvollen Einsatz von digitalen Technologien. Es ist nicht so, dass digitale Technologien an sich gut für die Lehre sind. Das sind sie in der Regel nicht. Das ist das eine. Lohnt sich sehr gut zu schauen, wann benutze ich digitale Technologien in der Lehre und wann nicht. Und das zweite ist, es ist schon möglich, hinzugehen und die eigenen Daten für sich zu behalten und eine Privatsphäre zu schaffen. Und das ist gar nicht so wahnsinnig schwierig. Meine Lieblingserzählung ist immer, stecken Sie das hier in Ihren Laptop, klicken auf Install und Sie sind schon mal 90% Ihrer Probleme los. Ich sehe, es sind gerade noch zwei Fragen reingekommen. Eine Frage für mich wäre, fragt Sebastian, was sollte Bildungs- und Wissenschaftspolitik tun? Eine wesentliche Sache für Bildungs- und Wissenschaftspolitik ist, also für Bildungspolitik ist es, die Vermittlung von Medienkompetenz in den Mittelpunkt zu rücken. Und Medienkompetenz meint an der Stelle nicht digitale Kompetenz und Microsoft-Software-Bedienkompetenz, sondern die Vermittlung des Vermögens zur kritischen Reflexion in dem Sinne, wie ich das am Anfang im Vortrag demonstriert habe. Das wäre ein wichtiges Ziel, damit Menschen dazu in die Lage versetzt werden, zwischen Medienrealitäten, politischen Realitäten und Lebensrealitäten zu unterscheiden und sich klarzumachen, dass das, was ich in Medien als Realität gezeigt bekomme, zum Beispiel über die Politik, mit der politischen Realität nur sehr wenig zu tun hat. Die Medienrealität folgt einer eigenen Logik. Um die zu verstehen, muss man zum Beispiel die Nachrichtenwerttheorie kennenlernen. Es wäre gut, wenn das Unterrichtsgegenstand in vielen Schulen wird. Im Blick auf die Wissenschaftspolitik, es wäre eine gute Idee, wenn die Politikerinnen aufhören würden, zu probieren, Wissenschaft zu regulieren im Sinne einer Orientierung am Markt. Punkt. Das war ein Punkt. Okay, wunderbar. Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, resoniert auch durchaus was mit dem Thema, das gerade in dem Talk vorher mit Maya Göpel aufkam, nämlich das wirklich zu unterscheiden, was an Narrativen da draußen ist, die Fähigkeit zu haben, überhaupt da kritisch drüber nachdenken zu können, das einordnen zu können. Und zum Beispiel zu wissen, was ein Narrativ ist. Das ist ja eine Medienanalysetechnik, zu schauen, was sind denn jetzt die Narrative, was sind die Stories, die da präsentiert werden, wie wird da Gender Setting betrieben. Das sind ja die Technologien, die die Kollegin da beschrieben hat, die sie jetzt sozusagen benutzt, um eine alternative Wahrheit aufzubauen. Stichwort Agenda-Setting. Die letzte Frage, die ich noch unterbringen kann, kommt von Ricarda. Wie können wir uns von den Medienkonzernen entkoppeln, wenn diese die Hardware und Software liefern? Damit. Das ist ein Ubuntu 2204 Installationsstick. Einfach in den Laptop reinstecken, auf Install klicken und 10 Minuten später ist der Laptop von den Medienkonzernen entkoppelt. Das kann man mit Mobiltelefonen auch machen. Da heißt die Antwort Lineage Kernel. Also es ist nicht so wahnsinnig schwierig, das zu machen. Das dauert, also bei dem Ding habe ich, glaube ich, 10 Minuten gebraucht. Das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Und für mich als absoluten Banausen, was heißt das in Bezug dann auf die Funktionalitäten? Also muss man da besondere Einschränkungen in Kauf nehmen oder kann ich so weitermachen wie bisher, aber habe einfach die Daten an einer anderen Stelle oder? Die Daten bleiben hier. Sie bleiben hier und gehen eben nicht woanders hin, wo ich sie nicht mehr kann. Die gehen nicht woanders hin, nee. Ja. Also Einschränkung, ich mache das seit 20 Jahren. Mich dürfen Sie nicht fragen nach Einschränkung. Bei mir ist das immer umgekehrt. Also ich stelle fest, dass Menschen, die mit anderen Betriebssystemen arbeiten, oft Einschränkungen erleben, weil die dann nicht standardkompatible Software haben, mit denen man so Standarddateien nicht aufmachen kann. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber Menschen, die zum Beispiel mit Microsoft Word arbeiten, die können Standard-Textdateien nicht aufmachen in der Regel. Wirklich ein Problem.
Vielen Dank, Christian Swerz, dass wir dich an Bord hatten. Vielen Dank, dass du es geschafft hast, trotz dieser aufregenden Reise mit dem Nachtzug, dann wieder an einer Stelle zu landen, wo du uns dann zumindest digital beehren konntest. Den Talk gibt es natürlich auch im Nachgang, wie alle Talks auf YouTube. Vielen Dank dir. Vielen Dank, schönen Tag noch. Tschüss, danke. Und wir melden uns hier wieder in ein paar Minuten zurück mit dem nächsten Talk.